Wann immer es um Sexualpädagogik geht, gehen die Wellen hoch. Das ist auch verständlich, denn es geht um unsere Kinder. Es geht um die Aufklärung über Sexualität und über ein Thema, das zutiefst die Intimität unserer Kinder betrifft. Und es geht nicht nur um eine Aufklärung und Information von 14- bis 16-Jährigen. Nein, die Sexualpädagogik heute beginnt bei 0 und geht bis 14, 15, 16 Jahren. Also es betrifft wirklich eine entscheidende Lebensphase unserer Kinder. Im Zusammenhang mit Sexualpädagogik an den Kindergärten, an den Schulen, fällt immer wieder ein Begriff, und das sind die sogenannten berühmt-berüchtigten WHO-Standards. Um was geht es denn da dabei? Die WHO-Standards sind eigentlich Standards für Sexualaufklärung in Europa und wurden erarbeitet vom Regionalbüro der WHO, der Weltgesundheitsorganisation für Europa, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Diese beiden Institute haben sich 2008 zusammengefunden, haben gesagt, wir brauchen für dieses heikle, delikate Thema Richtlinien, Empfehlungen an Politiker, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsexperten, wie man denn den Kindern eine ganzheitliche Sexualaufklärung zuteilkommen lassen kann. So weit, so gut. 2008 trafen sie sich, es wurden 4 Workshops durchgeführt und 2011 wurden Richtlinien veröffentlicht. Das sind erstmals nur reine Empfehlungen. Allerdings setzte dann eine gewisse Erfolgsgeschichte ein, dieser WHO-Standards, denn zahlreiche Bildungseinrichtungen, ja Gesundheitsbehörden bis hin zu Gesetzen haben sich diese Standards herangezogen und gesagt, für uns sind diese dort empfohlenen Richtlinien und Vorgehensweise Gesetz. Wir orientieren uns daran und egal welche Verbesserungsvorschläge, Reformbewegungen und so weiter wir nun diskutieren, Maßgabe, Maßstab sind diese Standards. Da lohnt es sich schon, etwas genauer hinzuschauen, ob diese Standards diesen Ansprüchen überhaupt gerecht werden. Und da gibt es dann doch einige berechtigte Kritik. Zum einen alleine von der Zusammensetzung derjenigen, die sich diese Standards überlegt haben und von der Entstehungsgeschichte. Die WHO, also das Regionalbüro für Europa, vertritt eigentlich 53 Mitgliedstaaten. Unter den Experten, die diese Standards entwickelt haben, waren nur 9 dieser Mitgliedstaaten vertreten. Die Standards arbeiten relativ häufig mit Pauschalaussagen, ohne wirkliche Quellenangaben zu geben. Es sind Experten dabei, die sehr wichtigen Einfluss haben auf die Papiere, die durchaus eine nahe Beziehung zu haben zu anderen Experten oder selbst empfehlen oder eben nicht so abgeneigt sind, dem einvernehmlichen Sex mit Kindern. Das sollte schon einige Alarmglocken läuten lassen, zumindest sich die Empfehlungen dann doch noch mal ganz genau anzuschauen. Es ist überhaupt etwas erstaunlich, wenn nicht ganz klar ist, wie die Richtlinien überhaupt zum infantilsexuellen Verhalten stehen. Also es wird sehr schnell kindlich-sexuelles Verhalten dem Erwachsenensex gleichgesetzt. Es wird hier überhaupt relativ schnell von manchen Beobachtungen unter Kindern auf Allgemeinsätze geschlossen, sowas wie kindliche Masturbation oder Doktorspiele. Da werden Schlüsse gezogen, die eigentlich sehr den Blickwinkel der Erwachsenen darauf haben. Das sind schon Dinge, die aufhorchen lassen und die zumindest eines für uns bedeuten sollten. Wir haben ja nunmehr einige Erfahrung mit diesen Richtlinien. Und wir sehen, dass unsere Kinder einem immer mehr steigenden Angebot von Pornografie, Sexualität in Filmen, im Internet ausgesetzt sind. Sie leben in einer immer sexualisierteren Umgebung. Und die Frage, die sich hier schon stellt, ist, helfen die Empfehlungen, Kinder hier ausreichend zu informieren, ausreichend selbstbewusst sein zu lassen, davor geschützt zu sein, hier nicht überfordert zu werden? Warum bin ich hier so skeptisch? Weil einer der Hauptmethoden der Richtlinien ist,
über Dinge schon, Kinder schon dann mit einem Thema zu konfrontieren, bevor sie selber in die Entwicklungsphase kommen. Mir scheint das doch das Risiko zu bergen, zu früh zu sein und hier Schamgrenzen abzubauen, die eigentlich Schutzfunktion haben. Ich würde daher dringend empfehlen, sich noch einmal hinzusetzen, sich die WHO-Kriterien anzuschauen und zu überprüfen, ob sie die Zielsetzungen, die wir an Sexualpädagogik formulieren, tatsächlich erreichen oder ob sie nicht vielleicht an vielen Stellen doch einen hohen Verbesserungsbedarf haben. Was sind denn die Zielsetzungen? Uns allen sollte es doch ein Anliegen sein, unsere Kinder zu begleiten, zu selbstbewussten, informierten, beziehungs- und bindungsfähigen jungen Menschen und sie vor allem vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Meine Vermutung und meine Kritik an den Richtlinien ist, dass sie genau diesen Schutz verhindern, indem sie Schamgrenzen abbauen. Und das ist ein Gebot der Stunde, sich sachlich und fachlich kompetent, ergebnisoffen mit den WHO-Kriterien auseinanderzusetzen, im Hinblick darauf, sie zu verbessern.